Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. In der letzten Folge haben wir es ja geschafft, hier noch so ein Pack zu bekommen. Und ja, wo ja ein Waffenstyle für Jäger war. Tja, bringen wir uns jetzt schon mal sehr viel. Auf jeden Fall, ja, heute mal wieder Situationsmodus, Multiplayer. Ich habe eben schon mal gespielt, bin zur dritten Runde reingekommen, da konnte ich dann nicht mitzocken, da stand es dann 2-1 für mein Team. Nächste Runde, Angreifer, ich mit Blitz, wurde von der Seite gekillt, weil ein Gegner rausgerannt ist. Die Runde haben wir verloren, aufgrund von Ella. Und ja. Dann kannst du 2-2, bei 3 Siegen gewinnt man oder verliert man. Ja, dann haben wir gewonnen. Ich habe mich grundlos eine Etage über der Bombe gut befestigt, habe dann aber letzten Endes noch den letzten Kill gemacht. Und der letzte Typ war einfach ein Rekrut mit einem Schild. Ja, das Problem war, er hatte halt ein Schild, ist damit direkt auf mich zugekommen. Sein Problem war, dass er normal gelaufen ist. Und wenn man normal läuft oder rennt, dann sind die Beine und Füße offen. Er war zu diesem Zeitpunkt schon sehr angeschlagen, denn ich musste den nur dreimal in die Beine schießen, schon ist er umgefallen. Oh, toll. Dekater. Dekity Skiller. Mann, wir haben Skiller verloren. Ist schade. Ja, also, die Tür ist offen. Ich lasse mal schnell zu, die Tür. Oh, nice, einer ist dazugekommen. Mal sehen. Breaker. Ja, wir haben eigentlich ein ganz gutes Team. Maverick und Hibana könnten eigentlich voll die geilen Pushs machen. Die eine macht von der einen Seite ein paar Löcher in die Wand. Maverick schweißt leise ein paar Löcher in eine andere Wand und schon kann Thatcher da ein paar MP-Granaten reinschmeißen und der Rest wird sich mit den Knochen dann von selbst regeln. It's me, Real HD. Hä, was? Boom. Ah, nun, mit Sprung. Nochmal. Was war das für ein guter Schütze? Wo zur Hölle kommt man hier rein? Okay, hab den Eingang gefunden. Okay. Ich steige jetzt erstmal lieber oben ein. Was? Ja.
Ich bin Blitz. Merkt ihr das? Jetzt so. Oh Junge, du kriegst ja deinen Feuerschutz nicht. Was? Ja, ist klar. Run! Run! Kavara! Ja, ich wollte gerade noch den Command geben, dass Kavara mich hat und der Typ wegrennen soll. Einer gegen vier. Erste Runde verloren. Ich habe den einzigsten Kill von mir und meinen Leuten gemacht. Das zeigt mir wieder, mit welchen Leuten ich hier spiele. Ich glaube, ich bin jetzt hier erstmal gegen Informationen. Ich habe einfach Bock, die Gegner ein bisschen zu trollen und naja, das geht als Mute schon sehr einfach, wenn man weiß. Also wenn man zumindest weiß, wie man seine Störsender richtig platziert. Gut. Die letzten beiden. Der letzte. Aber echt mal, Kate finde ich eigentlich schon ganz geil. Ich wusste bei ihm anfangs nicht so ganz, was er kann. Aber seitdem ich das jetzt ja weiß, finde ich ihn richtig cool. Ich meine, echt mal, gleiche, im Grunde genommen genau das gleiche wie Bandit, aber bei ihm ist es halt noch anders. Er kann mehrere Sachen auf einmal dafür machen. Ist hier noch irgendwo Eingang? Nein? Gut, dann kann ich hier ja mal gegen Sachen absaven. Anders gesagt, ich mache es den Gegnern schwerer, hier durchzubrechen. Nein! Was? Was? Oh Mist. Ich hätte doch mehr auf die Treppe achten sollen. They have a Ash. In dem Moment, wo ich mich so umgedreht habe, kam Ash hoch. Lol. Kann ich überhaupt noch? Ja, ich kann noch scannen. Nice. Nein. Es steht 3 gegen 3. Aus der vorherigen Runde habe ich ja bis jetzt schon das Können meiner Mitspieler gesehen. Kommt schon, killt ihn. Ich gebe euch die Infos, die ihr braucht.
Also jetzt killt ihn noch mal. Nett. Nice. Warum sage ich nett anstatt nice? Okay, und da oben hängt noch mein C4. Als ob das so lucky war. Was für ein Glück muss man haben, Junge. Dann Blitz. Boah, ich wünschte, ich hätte ein Design für sein Schild. Lion, nice. Lion und seine Krone. Das ist geil. Ich muss bei meiner Ausrüstung mal schauen, was am besten wäre und vor allem bei Blitz. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich aus seiner Waffe noch mehr Schaden rausholen kann. Also dass er einfach stärker ist. Weil ich will schon, dass ein Gegner mit 3-4 Schüssen umfällt. Und letztens habe ich in einem Gegner 6 Kugeln gedrückt. Und da bin ich gestorben. Echt jetzt? Okay, cool. They have a Carrera. Ich versuche immer die Infos zu übermitteln, die wir brauchen. Keine Feinde entdeckt. Wollt ihr mich echt jetzt verarschen? Oh, Jäger und Bandit. Das macht es uns. Ja, mit den beiden kann man halt auch echt geile Pushes machen. Hier scheint erstmal kein Gegner zu sein. Aber ich will natürlich sicher gehen. Nein! Wo Carrera? They have a Carrera and he killed me. Nein, jetzt wissen die alle, wo Maverick ist. Na toll. Mann, wie mich Kevara aber auch davor schon gekriegt hat. Ja, Matchball. Hoffentlich wird es dieses Mal besser mit Mute. Was noch mal seine andere Waffe? Ah, genau, die Pumpgun. Nein? Aber gerade gucken, ob die ein Design hat, wie zum Beispiel Elefant oder so.
Nein, das hätte ich jetzt nicht anfangen sollen. In der Zeit, wo ich ja verstärke, können die Typen in jeder Richtung reinkommen. Okay. Junge, wie ist die Drohne hier reingekommen? Ich inspiziere jetzt alles hier nochmal. So. Weitere Drohnen werden hier nicht reinkommen. Haben die hier oben irgendwo einen Einstieg? Nö. Was? Ich habe ihn doch in den Kopf geschossen. Genau. Habe ich diesen Typen nicht eigentlich in den Kopf geschossen? Ich meine, erstmal, er hat doch gezielt. Ah ja, dann war es, wie gesagt, doch nur Vorstellungskraft. Doc ist der Letzte. Wir haben verloren. Schade. Oh Mann. Mal kurz das nachsehen. Alles klar. Okay, was? Nice, Stufe 40. Cycles. Bonus? Nein, ich will wissen, wie der Bonus aussieht. 5,5%ige Chance. Dann ein anderes Match suchen. Mal sehen, gegen wen wir heute noch so kämpfen. Pros, Noobs, Leute wie mich, die manchmal so manchmal so sind. Man weiß ja halt nie. Ich würde aber echt mal noch wieder auf der neuen Map zocken. Ich liebe diese Map. Da gibt es sogar mit Smoke einen kleinen Trick. Den Trick, ich weiß nicht, ob ihn schon jemand kennt, aber der hat was mit der Truhe zu tun, die dort ist. Man kann nämlich als Verteidiger an einem bestimmten Moment, an einem bestimmten Ort eine Truhe sprengen und sich dorthin und dann dorthin gehen und dann halt sneaken, also sich hinlegen, dann kann man nicht, dann wird man nicht erkannt. Es gibt auch viele Leute, die den Trick kennen. Also kann man da einfach eine von Smokes Gasgranaten reinschmeißen und wenn ein Gegner sich nähert. Tja, dann hat er das Problem. Dann kann man ja das Ding einfach hochjagen, wenn man dann im Blickfeld hat. Oder halt irgendwie. Ja. Ganz durchdacht ist es noch nicht, wie man dann weiß, ob da jemand ist, aber man könnte mal machen. Ach, wir machen Übernahme. Lol.
Herr Wurzelrock. Willst du mich verarschen? Hallo Drohne. Drohne, wo bist du? So, wenn die jetzt hier eindringen wollen, haben sie ein Problem. Alles klar. Lol. Nicht befähigen. Was? Nein. Ich bin dumm, ich habe keine Ahnung. Klar. Danke dafür. Was war das? Sorry. Tja, so schnell kann es vorbei sein. Mensch, Bro. Aber echt mal, dass ich jetzt hier echt noch bekommen habe. So, wenn wir jetzt verlieren, dann haben wir verloren, wenn wir gewinnen, haben wir eine Chance. Bug. Instant einfach mal den Angreifer nehmen, der für die Map gemacht wurde. Nicht schlecht. So, noch Ash muss laden. Ash hat geladen. Okay. Das ist sinnlos, was wir hier machen. Hallo Ella. Was? Filter wurde gescannt? Frost. Wir kennen sie alle.
Weiß nicht, oder? Soll ich hier hoch? Und Ella ist letzte Operator. Junge, platzieren. Okay, wer hat ihn jetzt gekillt? Als ob da noch jemand war. Naja, okay. Matchball-Verlängerung. Also, dann wird dieses Mal es schaffen zu verteidigen. Match mir eben sagen. Oh, das sind die Angreifer. Na dann haben wir, glaube ich, sogar eine verbesserte Chance. Einer der Gegner ist raus. Ja, okay, ich finde. Ja, wenn jetzt noch einer reinkommt, wäre es zumindest ausgeglichen. Wenn nicht, dann haben wir die bessere Chance. Okay, steht 4 gegen 5. Blitz, Searcher, Fuse, Ash, Dokkaebi. Dokkaebi und IQ sind, kann man richtig geil was machen. Denn wenn Dokkaebi ihre taktische Bombe aktiviert, müssen ja alle Verteidiger ihre Handys rausholen und erstmal stumm schalten. In der Zeit kann IQ ganz easy die sehen über ihr schickes Armband. Nein! Verdammt! Really? Klar. Wir haben nur einen feindlichen Operator und eine Bombe. Frost! Okay, warte. Es sah so aus, als hätte Frost mich direkt angeschossen. Achso, von der Seite, okay. Frost hat 2 Kills. Einer der Gegner ist bereits tot. Anders gesagt, jetzt ist es ausgeglichen. Gut, schon mal, dass wir 2 Schilder haben. Also, jetzt noch Fuse. Wir haben gerade okay, dann gewinnen halt doch die Gegner. Ich habe 2 Kills und der Typ mit einem Kill ist natürlich besser. Peace of Keeper ist online. Nice. Ach, wie sehr ich mich schon auf den Januar freue, endlich mit meinem Freund Rainbow zocken zu können. Oh verdammt, ich hatte ja noch die Aufgabe als Spaßnatz zu zocken. Wo Fuse von den Fuse einer ist. Oder? Ja. Spaßnatz. Spaßnass hat man ja nur einen.
Nee, Capcan ist auch noch Spaßnaht. Fuse und Capcan sind zwei von den Spaßnats. Okay. Ja, dann würde ich sagen, war's das von der heutigen Folge. Ciao, Leute.